Offenbarung Kapitel 2, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Okay, der Engel der Gemeinde ist wieder derjenige, der zur Gemeinde am meisten spricht, und es ist unweigerlich der Pastor. Also dem Pastor oder dem Leiter der Gemeinde in Thyatira schreibe dies. Und lass mir ganz kurz sagen, was Thyatira für eine Stadt war. Thyatira war die unbedeutendste Stadt von allen sieben und hat den längsten Brief bekommen. Na? Die glänzten, kriegen die größten Pfötz, wie man das so sagt. Na, wegen denen macht man die größten Umstände, die meisten Umstände. Wegen der kleinsten macht man die größten Umstände. So ungefähr. Okay, Thyatira wurde gegründet von einer Frau namens Lydia, von der habt ihr schon mal gelesen oder gehört. In Apostelgeschichte Kapitel 14, wir kennen die Lydia, Purpurkrämerin Lydia, nach der haben sie sogar ein Magazin benannt hier bei uns in Deutschland. Na, ein christliches Frauenmagazin, Lydia. Amen. Aber wir lernen, die kennen in Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 16. Warum? Weil der Herr ihr Herz auftut, dass sie dem, was der Paulus sagt, zuhört. Und prompt bekehrt sie sich und geht zurück wieder nach Thyatira und gründet dort offensichtlich eine Gemeinde. War eine prima Frau, ganz super. Also die unbedeutendste Stadt kriegt den längsten Brief, hat eine super Gründungspersönlichkeit von Paulus persönlich zum Herrn geführt. Eine prima Frau. Jetzt muss man wissen, dass Thyatira die Vorstadt sozusagen war von Pergamon. Pergamon war die Hauptstadt jener Gegend und Thyatira war so die Vorstadt. Durch die ist man durchgezogen. Aber diejenigen, die es noch nicht so gedrängt haben wollten, die sind nach Thyatira gegangen. Und entsprechend ist Thyatira, weil sie eben an einer wichtigen Straße lag, auch zu einem Handelszentrum geworden. Und es gab dort viele Gilden, heute würde man sagen Gewerkschaften. Wird nachher gleich noch wichtig, warum das, warum es dort, oder die waren nachher wichtig, werden wir gleich noch sehen, warum. In Pergamon, in Thyatira sehen wir, dass es keine Verfolgung von außen gibt. Pergamon, Sitz des Kaiserkults, ne, Ave Caesar, du bist mein Herr und Gott. War schwierig für die Christen, deswegen haben die deswegen dort gelitten. In Thyatira, die hatten sowas nicht. Das berühmteste Heiligtum, das die hatten, das war, soweit ich weiß, ach, für irgendeine Weissagergöttin. Und die hatten eben so eine Art Orakel wie in Delphi auch. Das war die Konkurrenz für die Christen. Christen hatten natürlich wesentlich mehr zu bieten. Und so war da keine geistliche Konkurrenz da. Also keine Verfolgung von außen. Wir sehen in der Gemeinde nicht, dass sie von außen bedrängt worden wäre, von irgendwelchen anderen Leuten, anderen Religionsangehörigen oder vom Staat, nichts dergleichen. Die Bedrohung in Thyatira, die war viel perfider, die war schlimmer, die kam von innen. Und es ist echt blöd. Nein, von außen, Druck von außen halten wir aus. Druck von außen halten wir aus, Druck von innen ist schwierig. Na, auch Druck in einer Familie, in einer Firma, Druck von außen, Konkurrenzdruck oder was auch immer, der schweißt uns zusammen. Aber wenn das Gerede in der Familie, in der Firma losgeht, dann hast du Probleme. Oder natürlich auch in der Gemeinde. Wenn es losgeht, dann hast du Probleme. Und die hatten innergemeindliche Probleme. Was die waren, schauen wir uns gleich an. Amen. Das Problem war Weltlichkeit kaschiert mit Übergeistlichkeit. Also da hat jemand ständig ein Wort gehabt, aber gleichzeitig kein Gebet erhört bekommen. Da hat jemand tiefste geistliche Offenbarungen gehabt, aber in Wirklichkeit war die Person fern vom Herrn und hat sehr weltlich gelebt, weil sie nämlich den Mammon geliebt hat. Werden wir gleich sehen. Wir lesen zunächst mal weiter. Dies sagt der Sohn Gottes. Nicht der Menschensohn, nicht der Sohn des Menschen. Schau, einem Menschen kannst du was vormachen. Aber dem Sohn Gottes wird schon schwieriger. Vor allem, wenn es so weitergeht. Der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Wenn Jesus Augen hat wie eine Feuerflamme, dann blickt er dich an und während er dich anblickt, brennt er die ganzen Feigenblätter weg. Die ganzen Verkleidungen, das ganze Trara, der brennt alles weg und schaut direkt drauf auf dein Herz. Das wird auch gleich noch wichtig, weil wir ja jemanden in der Gemeinde gleich haben werden, eine Prophetin namens Isabel, die allen Leuten was vorgemacht hat. Und viele haben durchgeblickt, manche haben nicht durchgeblickt, aber der Herr, dem macht die nichts vor, die ganze Gemeinde macht dem nichts vor, du kannst Jesus nichts vormachen. Wenn hier es heißt, dass Jesus Augen hat wie eine Feuerflamme, Feuer verbrennt Sachen, richtig?
ein Flammenwerfer, der brennt alles weg und zum Schluss bleibt noch übrig, was übrig bleibt. Ja, das Wesentliche. Und alles andere nicht. Ist niemand umgefallen, das war nur ein Telefonscheinwerfer. Aber wir lesen weiter. Und Füße gleich glänzendem Erz. Füße gleich glänzendem Erz. Schau, glänzendes Erz bedeutet, dass es geläutertes Erz ist. Erz läutert sich im Feuer. Ist das richtig? Ja. Und wenn es dann glänzt, ist es auch noch poliert. Und was machst du mit den Füßen? Du gehst umher, richtig? Du wandelst. So, das Feuer, also Füße gleich glänzendem Erz, spricht davon, dass Jesus hier einen geläuterten und heiligen Wandel pflegt. Also erstens, es blickt dich einer an, dem du nichts vormachen kannst. Und einer, der den schmalen Weg gegangen ist, obwohl er völlig Mensch war und mit allen Versuchungen, die das Menschsein so mit sich bringt, behaftet war. Aber er hat widerstanden. Und es geht zu widerstehen. Schon wenn du der Sünde anfängst zu widerstehen, dann merkt die Sünde, dass sie bei dir auf schlechten Posten ist. Und dann wird sie schwächer und schwächer, bis sie zum Schluss abhaut. Am Anfang ist es ein Gehänge und Gewürge und ein Getue, der Sünde zu widerstehen. Aber irgendwann ist es kein Thema mehr. Egal, was für eine Sünde das ist. Denn die Sünde wird nicht über dich herrschen, weil nämlich der Geist Gottes in dir lebt. Niemand hat behauptet, dass der Sünde widerstehen oder dass der Versuchung zu widerstehen zunächst mal schwer ist. Nö. Ja, also wenn du gewohnt bist, Leute zu übervorteilen oder wenn du gewohnt bist, einen Sexualtrieb auszuleben, dann kann das problematisch sein eine Zeit lang. Wenn du dem Ganzen aber widerstehst, dann kriegst du die Oberhand und zum Schluss stehst du drüber. Ja, weiß ich, weil ich drüber stand in meiner Zeit, bevor ich verheiratet war und so weiter. Gut, also die Füße, die Augen, die sprechen von Feuerflammen, die brennen alle Feigenblätter weg, die durchleuchten dich, die durchschauen dich. Und zweitens, die Füße gleich glänzendem Erz sprechen von geläutertem, geheiligten Wandel. Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also ist eigentlich ein super Vers. Eine super Gemeinde, mit der Gemeinde geht es richtig gut. Die Gemeinde ist ziemlich gesund. Die Gemeinde wächst. Woher wissen wir das? Weil ihre letzten Werke mehr sind als die ersten. Und weil sie einen Dienst tut, ich mache es vielleicht von Anfang an, ich kenne deine Werke, also der Herr sieht, was du tust, der sieht, dass du deinen Alltag mit Jesus lebst und nicht ohne ihn, dass du nicht jeden Blödsinn im Fernsehen anschaust, dass du nicht jedes Gerücht weitergibst, dass du nicht rumfluchen tust, ja. Viele müssen sich heutzutage ein bisschen am Riemen reißen und aufpassen, dass sie nicht allzu viel schlechtes Zeugnis reden über ihren Nächsten, der zum Beispiel in Regierungsverantwortung steht. Na, da gibt es ziemliche Gerüchte zurzeit. Nun gut. Und deine Liebe. Den Ephesern hat Jesus vorgeworfen, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Was ist die erste Liebe, nach der Jesus sich sehnt? Dass du ihn in deinem Tagesablauf einen Raum gibst. Dass du, wenn du Zeit hast für andere Sachen, erst recht Zeit hast für ihn. Dass du ihn anbetest, dass du sein Wort liest, dass du dich mit ihm verständigst, dass es nicht so hoppla hopp zwischen Tür und Rahmen ein hingeschmissenes Vaterunser ist, sondern dass du dir Zeit für ihn nimmst. Das sieht er, das gefällt ihm. Genauso wie dein Ehepartner, der sieht es auch und es gefällt ihm auch, wenn du dich mit ihm hinsetzt, den anlächelst, ja, und mit ihm reden tust. Es hilft. Der fühlt sich wahrgenommen und du fühlst dich wahrgenommen. Und das ist wichtig, wir müssen uns wahrgenommen fühlen. Und Jesus muss sich auch wahrgenommen fühlen. Also, du gibst ihm Raum und das haben die gemacht. Kein Thema, super. Und deinen Glauben, Jesus hat gesehen, dass die Gemeinde nicht nur ein christlicher Club ist. Wisst ihr, das kann man ja machen. Man kann viele Aktivitäten haben. Wir gehen heute zum Kegeln, morgen ist alles nicht schlecht. Wir gehen heute zum Kegeln, morgen gehen wir zum Golfen, zum Minigolfen wenigstens, ja. Und dann gehen wir zum Spazieren, dann gehen wir zum Baden, dann machen wir ein Bankett. Und das ist alles prima, aber das sind alles soziale Zusammenkünfte. So wichtig wie die sind. Leute, das kannst du auch mit dem Kegelclub oder mit dem Strickclub oder mit dem Gartenclub oder mit den Kanickelzüchtern, kannst du das auch machen.
Aber wenn die Gemeinde auch noch im Glauben vorangeht, wisst ihr, Glaube setzt voraus, dass sie von Gott gehört haben. Die haben was von Gott gehört, einen Auftrag bekommen, macht etwas. Zum Beispiel leiert eine Evangelisation an in der Stadthalle, nur als Beispiel. Ende 2017 hat mich das irgendwie bewegt, hat mich das umgetrieben. Mensch, wir müssten mal richtig was machen wieder, was Größeres. Die Zeit ist reif, das merkst du so, das ist irgendwie ganz eigenartig. Du merkst so die Vibrations, es klappt jetzt, wenn wir das tun. Sie werden kommen. Ja, miete die Bude und sie werden kommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben überschlagen, wir haben geplant, gemacht und getan. Und dann haben wir die Stadthalle bekommen. Und wir haben sogar einen Sponsor bekommen, der diesen fünfstelligen Betrag da finanziert hat. Halleluja. Und die Bude war voller, als die Polizei erlaubt hat, die Feuerpolizei. Na, ist gut. Seinerzeit gemacht gewesen. Das magst du eben glauben. Es war damals nicht klar, wenn wir sowas machen, dass überhaupt jemand kommt. Es ist nicht klar, dass wir das so mit Leichtigkeit finanzieren. Aber das ist uns alles zugefallen. Warum ist uns das zugefallen? Weil wir unterwegs waren im Namen des Herrn. Okay? Und das musst du irgendwie drauf haben. Wie soll ich sagen? Das entspringt einer Beziehung zum Herrn. Wenn der Herr sagt, mach mal nichts, dann musst du in der Lage sein, auf deinen Händen zu sitzen. Ist dir das bewusst? Dann musst du in der Lage sein, zu warten. Elia, zu dem hat Gott gesagt, jetzt kommt erst mal eine Zeit lang Dürre. Wir warten mal, wie lang, wir wissen nicht genau wie. Die dauert so lang, bis sie sich bekehren, bis sie umkehren oder bis sie reif sind. Und du gehst jetzt erst mal am Bach Krit. Dort werde ich dich versorgen. Das hat er gemacht. Das war alles. Dort hat er wahrscheinlich gebetet für Israel, hat sich ernähren lassen von den Raben und das Wasser getrunken, bis keins mehr da war. Und dann hat er gemeint, Herr, jetzt wäre es gut, wenn du wieder reden würdest. Und der Herr hat ihn zu einer Witwe geschickt. Und dort ist er ausgehalten worden, jahrelang, 2,5 Jahre ungefähr. 2,5 Jahre hat Gott nichts gesagt, überleg dir das mal, das musst du ja mal aushalten. Dass du dann eben in dem wandelst, was er bisher gesagt hat. Na, predige mein Wort. Der Herr hat zu mir vor vielen, vielen Jahren, 1982, gesagt, predige mein Wort. Das mache ich seitdem. Mal so. Na, wir schießen auf allen, schießen ist blöd, wir senden auf allen Kanälen, schießen aus allen Rohren. Also soweit wir sie halt erkennen und soweit sie uns gegeben sind. Und dann muss man halt schauen, bis er was Neues sagt. Versteht ihr, was ich meine? Im Glauben handeln ist es. So geht im Glauben handeln und wandeln. Der Herr sagt was zu dir und dann tust du es. Und hör mal, der Herr sagt auch was zu dir. Er will, dass du auch im Glauben wandelst. Nicht nur Prediger oder so. Das ist nicht nur für Pastoren, sondern das ist vor allem für Christen. So, bet mal, frag den Herrn mal, was du für ihn tun kannst oder wie du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Und wenn du die gewinnbringend einsetzen kannst, hör mal zu, das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht immer alles freiwillig für die Gemeinde machen, das ist natürlich prima, davon leben wir, das ist ganz klar, aber du sollst ja auch zu was kommen. Ja, vielleicht kannst du irgendwie was machen, was der Herr dir zeigt. Es kann ja sein, dass er dich irgendwo freischaltet, dass er dir irgendwas zuspricht, irgendein Wort gibt und dann bist du erfolgreich auf einem Gebiet. Können wir heute Abend nicht vertiefen, weil ich muss weitermachen. Also die haben auf jeden Fall im Glauben gewandelt. Die haben Dinge getan, die dem Herrn gefallen haben. Sie haben von ihm gehört und waren ihm dann gehorsam. Das ist ein kostbarer Besitz Gottes. Wenn es eine Gemeinde gibt, die sowas macht und sowas hat. Es gibt nämlich gar nicht so viele, sage ich euch. Ja, das ist ein dreckiges Geheimnis der christlichen Gemeinde. Es gibt gar nicht so viele, die wirklich im Glauben unterwegs sind. Nun gut. Und deinen Dienst. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst. Das Wort ist nicht das Wort für Gottesdienst, Liturgia. Oh, ihr singt so schön und ihr spult so schöne Rituale ab. Ja, und ihr betet so schön die Psalmen, Psalm 23, Psalm 24, Psalm 50. Nein, sondern es ist das Wort Diakonia. Und es ist das Wort für Dienst. Bedeutet, du machst dir die Hände schmutzig. Du machst einen Dienst für deine Nächsten. Die haben Dienste gehabt in der Gemeinde. Recht gut, recht interessant. Und dem Herrn gefällt es. Das spricht die Mitarbeiter der Gemeinde an. Der sieht, wie sie im Bücherladen stehen, der sieht, wie sie begrüßen als Ordner, der sieht, wie sie Musik machen. Und all diese Dinge sieht er und die gefallen ihm. Die nimmt er zur Kenntnis und er findet sie gut. Und dein Ausharren. Ausharren bedeutet, die Fähigkeit dran zu bleiben. Weil jeder kann einen Dienst machen, 14 Tage, und dann wieder nicht mehr, war doch nicht meins. Ja. Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist, dranbleiben. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, dranbleiben. So, das hatten die drauf, das ist gut. Das sind Dinge,
auf die wir unser Leben abklopfen sollten. Haben wir das in unserem Leben auch, was wir jetzt da gelesen haben? Hast du das in deinem Leben auch? Wenn du das hast, umso besser. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also hier ist die Rede von Wachstum, von Frucht, von Gebetserhörungen. Hier ist jetzt vielleicht nicht unbedingt von mengenmäßigem Wachstum die Rede. Ist natürlich schön, wenn das passiert. Aber Leute kommen, Leute gehen, Leute kommen, Leute gehen. Neue Leute kommen, andere Leute gehen wieder. So ist es immer ein gewisser Austausch, ja, was die Gegend halt so hergibt an Christen und an Wachstum und so. Aber diejenigen, die da sind und die da bleiben, mit denen wird es was, die empfangen größere Gebetserhörungen. Nach und nach wird es mehr und mehr mit ihnen. Das ist wichtig, dass wir das haben, dass wir das sehen. Wenn wir das nicht haben, wenn du empfindest, dass deine Gebete nicht erhört werden, dann musst du dein ganzes Leben mal auf den Prüfstand stellen. Du musst du mal klopfen, abklopfen auf die Punkte, die ich da jetzt gerade erwähnt habe oder die Jesus erwähnt hat. Amen. Und jetzt kommt Vers 20 und jetzt wird es schon ein wenig kritisch. Aber ich habe gegen dich, er hat was gegen die Gemeinde. Was hat er gegen die Gemeinde? Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt. Und das Wort gewähren lassen ist das Wort für dulden, aber jetzt pass mal auf. Das ist auch noch das Wort für vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Das ist aus dem Vater unser, ganz genau. Und genau da steht dieses Wort auch. Ich habe aber gegen dich, dass du dem Weib Isebel vergibst. Dauernd vergibst. Genau so kannst du das auch übersetzen. Interessant, oder? Lass uns mal weiterlesen. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel duldest, gewähren lässt, dass du ihr fortwährend vergibst, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wie kommt die da dazu? Und wieso hat die Gemeinde das geduldet? Die kam jetzt natürlich nicht und hat sich da entsprechend dargestellt. Leute, wir müssen Unzucht treiben und in den Götzentempel gehen und dort feiern, Party machen. Hat die natürlich so nicht gemacht, ganz klar. Sondern die kam anders. Und jetzt kommen die Gilden, diese Gewerkschaften ins Spiel. Schau, du hast damals beruflich in Thyatira keinen Fuß auf den Boden bekommen, wenn du nicht Mitglied einer dieser Vereinigungen warst, einer dieser Gilden oder Gewerkschaften. Und für die war zentral und wichtig, dass sie miteinander gefeiert haben. Dort haben die scheinbar ihre Verträge geschlossen. Dazu sind sie in einen Tempel gegangen, in den Tempel ihres Gilde Gottes. Hiermit ergeht die feierliche Einladung, dass wir uns zum Mahl treffen unseres Herrn Serapis, im Tempel bei dem. Und dort musstest du dann hingehen, dort musstest du dann mitfeiern, du musstest dem Gott opfern oder zumindest das Götzenopfer essen. Und als Christ konnten die das nicht machen. Was ist also passiert? Die hatten berufliche Schwierigkeiten, die hatten berufliche Einbußen, die haben bestimmte Aufträge schlicht und einfach nicht bekommen. Warum? Weil sie nicht in diesen Gewerkschaften waren. Und für viele ist es so eine Sache. Wir müssen leben. Na, und wenn du Einkommenseinbußen hast und du weißt, du hast Einkommenseinbußen, wenn du dich bekehrst, dann überlegst du zweimal und dreimal oder du hörst auf jemanden, der dir einen Kompromiss vorschlägt. Und genau das hat dieses Weib Isebel gemacht. Eigentlich dieses Weib heißt diese Frau, beziehungsweise deine Frau Isebel. Kann also sein, dass es die Frau vom Pastor war. So genau ist es nicht, wissen wir das nicht. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass es wegen Familienangehöriger von geistlichen Leitern Schwierigkeiten gegeben hätte. Okay. Oder Frauen von Königen, wie zum Beispiel die Isebel im Alten Testament. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt oder dass du ihr fortwährend vergibst, die sich eine Prophetin nennt, offensichtlich aber keine ist. Und wir halten vielleicht mal fest, hier war eine Frau, die gepredigt hat. Und die haben das geduldet, kein Problem grundsätzlich. Aber bei der war eben doch ein Problem. Die meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Was hat die genau gemacht? Die hat gesagt, hey Leute, natürlich ist Jesus der Retter, ganz klar, aber lasst uns das mal nicht so eng sehen. Wir beten Jesus an, ganz klar, aber wir gehen gleichzeitig mit
in den Gewerkschaftstempel und dort feiern wir mit und unterschreiben die Verträge und auf diese Art und Weise kriegen wir Aufträge rein und das ist prima. Und dann, wenn es Opferfleisch gibt und wenn die da ihren Kurzgottesdienst machen, dann machen wir halt mit. Wir halten uns ein bisschen dezent zurück. Wir tun so, als ob, mach doch nichts. Schau, die hat den schmalen Weg verwässert und hat ihn zu verbreitern versucht. Und natürlich ist es nicht dabei geblieben, dass die da bloß Götzenopfer essen, sondern die haben dann gleichzeitig noch weiter Party gemacht und dann ist es unweigerlich zur Unzucht gekommen. Okay? So, das ist ein bisschen das, um was es ging. Wir sehen, das Problem in Thyatira war falsche Toleranz. Die haben keine klare Kante gefahren. Die haben gemerkt, ja, die predigt eigentlich Unsinn, aber sie haben sie nicht konfrontiert. Sie haben sie nicht konfrontiert. Die hat da mit anderen gepennt, ja, und Götzenopfer gegessen und hat sich dabei gar nichts groß gedacht, hat noch dazu Gemeindeleute mitgenommen und denen beigebracht, dass das nichts Schlimmes ist. Und die haben das nicht konfrontiert. Schau, falsche Toleranz und kein Mut zur Konfrontation passiert leider viel zu oft. Einer, der das seit Jahrzehnten studiert, den habe ich sagen hören, dass die seltenste Tugend unter guten Menschen der Mut ist. Die sehen, dass manche einen Schwachsinn verzapfen, dass die Gesellschaft zum Beispiel in eine Richtung geht, die wirklich nicht mehr gut ist, aber sie bringen es nicht übers Herz, was dagegen zu sagen. Ja? Sie dulden das, weil kriegt man nur Schwierigkeiten. Ja, mutig zu sein ist für die Leute so schwierig, wie nach vorne zu kommen und vor vielen Menschen irgendwas zu sagen. Die meisten wollen das auch nicht. Das ist die größte Angst, die viele haben, mal vor Leuten stehen zu müssen und was sagen zu müssen. Also mir persönlich macht das offensichtlich jetzt nicht so viel aus, aber es gibt Leute, für die ist es furchtbar. Und entsprechend haben die wenigsten Leute, auch Mutige, auch Schwertkämpfer wie Petrus im Garten, die haben zum Schluss keinen Mut und laufen davon. Als die Soldaten kamen, sind alle Jünger davon gelaufen. Erinnert ihr euch? Sie sind alle davon gelaufen. Und einen hat man festgehalten. Der hat nur eine Leinwand um den Leib geworfen gehabt. Der hat sonst nur die Unterhose angehabt scheinbar. Den haben sie dort festgehalten, hat er die Leinwand fahren lassen und ist in den Busch gehüpft. Damit man ihn nicht fängt und mit Jesus in Verbindung bringt und mit ihm in den Knast steckt. Keiner hatte dann Lust, so sehr mit Jesus zu gehen, dass er am Kreuz landet. Und sogar Petrus, der am Anfang noch so mutig war, ist zum Schluss davon gelaufen. Mut ist die seltenste Tugend. Schaut, wenn wir uns alle zusammentun würden, zu Zehntausenden und zu den Leuten sagen würden oder zur Regierung sagen würden, hey, Familie oder Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau. Und stellt euch nicht so an, das ist schon seit Jahrtausenden so. Und so weiter. Wenn man solche Sachen also sagen würde, ja, und zu erkennen geben würde, hey, wir sind viele, wir sind bei weitem die Mehrheit wahrscheinlich, dann würden sich vielleicht verschiedene Auswüchse in der Gesellschaft gar nicht erst ergeben. Aber stattdessen halten die Leute lieber die Klappe, anstatt klare Kante zu fahren. Sie sind lieber in falscher Toleranz unterwegs, denn wir sollen ja auch nicht richten, gell? Wir sollen ja nicht richten. Du hör mal, du bist da nicht tolerant, du bist da nicht sanftmütig. Du bist feige. Sanftmütig bist du aus einer Position der Stärke heraus. Ja? Gerade hatte ich einer ans Schienbein getreten. Und du, 2,10 Meter groß, 1,50 Meter breit, Bizeps so dick wie ich, Oberschenkel. Ja? Du könntest dem jetzt eine servieren, aber du tust es nicht, weil du sanftmütig bist. Versteht ihr mich? Der könnte. Aber die meisten, die sind nicht sanftmütig. Die meisten sind einfach nur feige. Und Jesus sagt, ich sehe das und mir gefällt es gar nicht. Ich habe gegen dich, dass du in falscher Toleranz unterwegs bist. Keine klare Kante fährst. Was sagt uns das? Dass wir uns von bestimmter Toleranz lösen müssen? Ja, aber Pastor, dann wird es doch ungemütlich. Hör den Rest meiner Botschaft und du wirst vielleicht hoffentlich anders denken. Da musst du irgendwie drüber stehen. Diese Dinge, die dürfen dich nicht wirklich beschäftigen. Du musst nicht schauen, was denken die anderen über mich, sondern du musst denken, du musst schauen, was er über dich denkt. Sag mal jemand Amen. So ist es. Also,
Wahrheit und Irrtum, die müssen beim Namen genannt werden. Sünde ist Sünde und Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit und basta. Und wenn du in Gefahr läufst, deswegen ungemütliche Erlebnisse zu erleben, dann ist es halt zunächst einmal so. Gürte dich innerlich oder wappne dich innerlich und sag, dann ist es eben so. Ja? Gut ist gut und schlecht ist schlecht und wir vermischen das nicht. Und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich sie manchmal sogar auch ungefragt. Also immer mit Takt natürlich. Okay, dein Umfeld sollte wissen, hör mal, zumindest dein Umfeld sollte wissen, wo du stehst. Oder dass du auf der Seite Jesu stehst und dass er gegen falsche Toleranz ist und eine klare Kante fährt. Okay, lass mich ganz kurz vielleicht mal auf die Isebel eingehen im Alten Testament. Die begegnet uns im 1. Könige Kapitel 16, Vers 31. Der israelische König Ahab heiratet sie, eine Königstochter. Und sie kommt und sie bringt ihren Hofstaat mit. Und als Königstochter ist sie natürlich gewohnt zu befehlen. Und diese Isebel in der Offenbarung, die ist offensichtlich auch gewöhnt zu befehlen. Sie hatte irgendwie was. Manche behaupten, es wäre die Lydia gewesen, aber das glaube ich nicht. Das ist eine Verleumdung der Lydia. Von der Lydia lesen wir nichts Schlechtes. Aber wir haben es hier mit einer etwas dominanten Person zu tun, geschäftstüchtig. Jemand, der den Mammon liebt und genau weiß, was wie viel wert ist. Beziehungsweise, was der Preis ist, über Werte, ist es sich vielleicht nicht so sehr im Klaren. Also es war auf jeden Fall eine sidonische Prinzessin, die im Alten Testament, und eine Baals-Anbeterin. Und schau, das Wort Baal ist das aramäische Wort für Herr. Aber die Juden, die Israeliten, die hatten doch auch einen Herrn. Der hieß Adonai, das ist das hebräische Wort für Herr. Oder Jahwe natürlich, aber Jahwe haben die nicht gesagt, weil der Gottesname heilig war und immer noch ist für viele Juden. So, da kommt also eine Frau, die sagt, ja, ich bete auch den Herrn an. Aber ihr Herr ist ein ganz anderer Herr als der Herr Israels. Der Herr des Sidonier, der Baal der Sidonier war nicht der Herr der Israeliten. Aber die haben sich gedacht, ach, das schmeißen wir einfach zusammen. Die haben das vermengt und zum Schluss hat das ganze Volk den Baal angebetet und hat so getan, als würde es den Herrn anbeten. Deswegen war das so leicht. Ist übel, oder? Ist echt schlecht. Ist ganz blöd. Naja, da müssen wir eben uns an der Bibel orientieren und dann nicht an dem Jesus, den irgendjemand predigt. Du kannst selber lesen, die Bibel liegt mittlerweile in Deutsch vor. Du kannst selber das Evangelium lesen, kannst sehen, wie Jesus tatsächlich war und kannst es mal prüfen. Und dann gehst du mit dem, was die Bibel sagt. Amen. Okay, also wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die in leitender Position, in lehrender Funktion war und unwidersprochen Weltlichkeit gepredigt hat. Ein verwässertes Christentum. Oh, wichtig ist nur die Liebe, die Liebe. Und lieben kannst du ja alle möglichen, auf alle möglichen Weisen. Wenn du sagst, nur die Liebe zählt, weißt du, das kannst du so weit fassen, dass du zum Schluss den größten Blödsinn und die größte Unzucht noch als Liebe verkaufst. Okay, also die alte Isebel, also die Isebel im Alten Testament, die hat den Mammon geliebt. Das sehen wir an der Situation im 1. Könige 21. Was hat sie da gemacht? Da hat sie einen Mann namens Naboth ermorden lassen, weil ihr Mann den Weinberg dieses Mannes haben wollte. Also die Frau, die war skrupellos und Jesus war ihr nicht so wichtig wie der Mammon. Halten wir mal fest. Und die steht in der Gemeinde da und lehrt und predigt und keiner widerspricht ihr. Alle merken, es ist Blödsinn und keiner hat den Mumm, was dagegen zu sagen. Ist so eine Sache. Was sagt Jesus weiter? Er sagt, Vers 21 jetzt, und ich gab ihr Zeit. Ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Der Herr hat sie nicht sofort gerichtet. Er hat gesehen, die ist auf dem falschen Weg und sie verführt Leute zu diesem laxen Lebensstil. Und die Leute gehen natürlich gern mit dem laxen Lebensstil, das ist ganz klar. Der Weg des geringsten Widerstandes, der Mensch ist einfach so. Ja, du fastest nicht mehr als du musst, du gibst nicht mehr als du musst. Also dir selber gegenüber, ja, was du dir rechtfertigen kannst und so weiter. Du betest nicht mehr als du musst, sondern das ist halt, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier und er ist bequem. Und wenn jetzt einer kommt und dir mit dem Brustton der Überzeugung sagt, das und das ist alles erlaubt,
dann kann sein, dass der ein oder andere auf diesen leichteren Weg einschwenkt. Aber dann schwenkst du weg vom Herrn. Ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Wir sehen hier die Langmut Christi. Er richtet nicht sofort. Es ist nicht so, dass sofort irgendwie die Knute fällt, die Rute dich trifft, wenn du mal sündigst, sogar bewusst sündigst wie diese Frau. Der Herr merkt sehr wohl, der sieht ganz genau, was los ist. Der blickt genau durch deine Scheinheiligkeit. Aber er richtet dich zunächst einmal nicht. Ich finde es bemerkenswert. Zu viele Christen denken, dass Gott quasi auf dem Thron sitzt und immer nur darauf wartet, dass sie was falsch machen, damit er ihnen das Bein stellen kann, als Gericht. Ja? So, du liegst auf der Schnauze, recht geschieht's dir. Der Herr ist nicht so. Der Herr ist nicht so. Sag mal mit mir, der Herr ist nicht so. Halleluja. Wie ist er? Ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Das heißt, damit sie umdenke, damit sie wieder zurückkomme, ja, zur Lehre von Paulus und zur Lydia. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Sie will nicht. Sie hat in ihrem Herzen gemerkt, der Herr zieht sie, aber sie hat sich gegen ihn entschieden. Sie will nicht, sie will nicht. Schau, der Geist der Rebellion wird gerichtet. Der Geist der Rebellion gegenüber Gott, also gegen Gott, wird irgendwann früher oder später gerichtet. In einer Nation, in einer Gemeinde, in einem Leben, in einem persönlichen Leben wie deinem und meinem. Der Herr ist langmütig, aber er ist nicht ewigmütig. Wir können nachlesen im 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 16. Da heißt es, sie, die Israeliten, sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Und dann kamen die Chaldäer, dann kam Nebukadnezar und dann ging es rund im Karton. Ja, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Eine schlimme Sache. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Herr gibt ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun. Und was kommt jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Vers 22. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Wenn du aus dem Bett nicht mehr rauskommst, dann bist du entweder krank oder gelähmt. Dein Bewegungsradius ist extrem eingeschränkt. Ist über das natürliche Maß, weit über das natürliche Maß hinaus eingeschränkt. Stimmt das? Absolut. So, der Herr, der sorgt erst einmal dafür, dass er den Mund nicht mehr aufbekommt in der Gemeinde, in Thyatira, sondern er schneidet sie zunächst mal ab, zack, und dann liegt sie. Vielleicht ist es ja auch noch einmal eine Gnadenzeit, wo sie sich nochmal überlegen kann, ob sie nicht vielleicht doch wieder einschwenken will auf den Herrn. Aber zunächst mal neutralisiert er sie völlig. Mehr als sie gedacht hätte. Denn jetzt, wo sie liegt, hat sie keinen Nutzen mehr von dem ganzen Geld, das sie da unlauter verdient hat, mit unlauteren Geschäftspraktiken und so. Wir gehen heute nicht mehr in den Tempel hinein und beten dort irgendeinen Serapis oder irgendeine Kybele oder sonst was an, irgendeinen Götzen, sondern die Leute sind anders. Die wenden sich heute direkt ans Geld, machen irgendwelche unlauteren Deals, ja, unsaubere Geschäfte, die ihr Gewissen belasten. Und die hat es halt ein bisschen umständlicher gemacht. Aber im Endeffekt genauso. So, jetzt hat sie also einen Haufen Geld verdient und kann nichts mehr damit machen, kann nichts mehr damit anfangen. Schau, jetzt kommen wir langsam zu des Pudels Kern. Wir stellen jetzt nämlich fest, wer die echte Macht hat. Nicht der Mammon, nicht die Gilden, sondern der Herr. Und wenn du mit dem Herrn gehst, dann segnet er dich und dann gibt er dir Rückenwind. Auch wenn die Gilden dich nicht mehr mögen, dann mag dich eben der Gott. Und der hilft dir, wenn du im Glauben so unterwegs bist und entschlossen mit ihm gehst, dann hilft er dir. Und dann eröffnet er dir Geschäftsmöglichkeiten, die dir ansonsten verschlossen geblieben wären. Schau, dazu brauchst du Glauben, dazu brauchst du Glauben. Wenn du überhaupt nichts siehst, wenn du siehst, wie dir die Türen zugehen, wenn du siehst, wie dir die Aufträge weggeschnappt werden, du stehst nur vor verschlossenen Türen, dann zu sagen, danke Herr, du sitzt auf dem Thron und du kümmerst dich um mich, dazu brauchst du Glauben, machen wir uns mal gar nichts vor. Ich weiß, wie das ist, wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst, pfumm, ja, so, Tür ist gerade ins Schloss gefallen, 5 Zentimeter vor deiner Nase, pff, und du merkst noch so den Wind, der durchs Haar streicht.
Nein, ist überhaupt nicht angenehm. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Aber ich weiß auch, wie das ist, wenn plötzlich der Herr die Tür auftut. Und das ist wunderbar. Das entschädigt dich für so viel. Ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit dir treiben, in große Bedrängnis. Die machen so shady Deals, ja, die machen so Geschäfte hintenrum. Und jetzt kommen sie in große Bedrängnis, und zwar im Gefängnis. Haben sie auch nichts davon. Vers 22, wenn sie nicht Buße tun vor ihren Werken. Also pass auf, wenn du gesündigt hast, aber schnell genug umkehrst, dann passiert nichts Schlimmes. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, dann passiert nichts Schlimmes. Das ist gut, Leute, das ist gut, das ist tröstlich, weil wir sind alle Menschen. Wir machen alle Blödsinn. Also nicht immer, nicht dauernd, aber ab und zu passiert's. Und dann denkst du dir, oh, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte, kannst du aber nicht. Aber du kannst dich zum Herrn wenden. Und wenn du Buße tust, dann, und dich zu ihm zurückwendest, ja, dann macht er nichts. Der Geist der Rebellion in Isebel wird gerichtet. Aber die anderen nicht, wenn sie sich wieder zu ihm umwenden, wenn der böse Einfluss weg ist. Halleluja. Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Mit dem Tod töten, du sagst ja, mit was sonst? Nein, das bedeutet auf Deutsch mit einer Seuche töten. Mit einem Virus, mit einer Bakterie. Das ist damit gemeint. Wer hat die Hand auf den Bakterien, auf den Viren, auf dem ganzen Zeug? Offensichtlich der Herr, ja. Und wie geht's weiter? Ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin. Alle merken, dass mit der Frau was nicht stimmt und die fragen sich, warum lassen die diese Frau auf der Kanzel predigen? Warum lassen sie das? Das ist doch Wahnsinn, was da läuft. Und plötzlich fällt diese Person um. Sie wird gerichtet und alle merken, oh, der Herr hat zugeschlagen. Ja, der Herr hat sie gerichtet. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler machen. Hey, Thyatira, lass mal deinen Brief rüberwachsen. Wir wollen mal lesen, auf was man aufpassen muss. Wir wollen nicht so enden wie ihr oder wie diese Frau bei euch. Und es geht weiter. Ich bin es. Alle werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und die Herzen erforscht. Wir würden heute sagen, der das Gewissen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Diese Betrügerin, die würde um den Lohn ihres Betruges bringen, aber die Guten, die würde belohnen. Wir lesen weiter. Nee, vielleicht muss ich das auch noch dazu sagen. Schau, wenn du jetzt schlechte Dinge gesät hast, dann wirst du schlechte Dinge ernten, ist einfach so. Was kannst du tun? Du kannst diese böse Saat, dieses böse Feld, das da aufwächst, kannst du umpflügen. Und wie machst du das? Dadurch, dass du das Gegenteil von dem tust, was du vorher getan hast. Wenn du ein Dieb warst und gestohlen hast, sagt Paulus in Epheser 4, dann gib jetzt besonders, dann werde jetzt eine gebefreudige Person. Vorher warst du ein Klauli, Schlauli und jetzt bist du einer, der gebefreudig ist. Auf die Art und Weise konterkarierst du die böse Ernte. Amen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Vers 24, euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Ich werfe keine weitere Last auf euch. Lebt euer Leben wie bisher, macht weiter wie bisher, es ist alles in Ordnung, ihr seid gut drauf, Halleluja, schön, dass es euch gibt, das ist wunderbar. Alle, die ihr diese Lehre nicht habt, die hat scheinbar gelehrt, dass man, um der Vergebung so richtig gerecht zu werden, besonders sündigen muss. Es gab so eine Lehrmeinung in der Kirchengeschichte. Du musst also praktisch alle Sünden mal durchmachen, damit der Herr dir dann vergeben kann und auf diese Art und Weise die Erlösung besonders hell leuchtet. Das ist natürlich Quatsch mit Soße, ist totaler Blödsinn, aber das hat die Leute nicht gehindert, sowas trotzdem zu tun. Na? Und die haben das dann also die Tiefen Satans genannt. Was sind die Tiefen Satans? Die Tiefen Satans sind die schlimmsten Sünden natürlich. Und das Schlimmste, hör mal zu, sind nicht die fleischlichen Sünden, die sind schlimm genug. Das Schlimmste ist, wenn du anfängst zu behaupten, das Gute ist böse und das Böse ist gut. Die Umkehrung der Werte. Es ist schlimm genug, was die Gesellschaft treibt. Wenn die Gemeinde auch noch die Umkehrung der Werte predigt, dann hoffe ich ja, dass der Herr kommt und Isebel hinwegfegt, damit die eigentliche Gemeinde wieder aufblühen kann. Amen.
Vers 25. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Die Anfechtung ist von innen. Es kommt vielleicht eine Anfechtung von außen. Haltet fest, bis ich komme. Bleibt dran, auch wenn dir das eintönig erscheint. Harre aus, mach täglich weiter, lebe jeden Tag dein Christenleben und mehr musst du gar nicht tun, sagt der Herr. Und jetzt kommt's, pass auf. Wer überwindet, wer sich also nicht diesen Gewerkschaften anschließt, diesen Gilden anschließt, wer Gewinneinbußen hat um Jesu Willen, wer sexuelle Einbußen hat um Jesu Willen, ja, jetzt pass auf, Vers 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie man Töpfergefäße, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Also ein eiserner Stab einerseits in deiner Hand, Töpfergefäße in der Gesellschaft andererseits. Da ist kein Widerstand, ein sehr zerbrechlicher Widerstand. In anderen Worten, du kannst dich durchsetzen. Der Herr schenkt dir die Fähigkeit, dich durchsetzen zu können. In anderen Worten, du musst dich diesen Gilden nicht anschließen, um zum Schluss zu guten Geschäftsabschlüssen zu kommen. Der Herr gibt dir Vollmacht im Gebet und dann haut er drauf, ja? Auf diejenigen, die dir widerstehen wollen. So dass sie eben nicht gewinnen, sondern dass du gewinnst. In anderen Worten, du mit dem Herrn im Rücken, du bist derjenige, der den eigenen eigentlichen Herrscherstab in der Hand hat. Seid ihr noch da? Seid ihr mit dabei? Ganz, ganz wichtig, das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung, ihr Lieben. Deswegen hast du bis jetzt gewartet, damit ich das sage. Ja? Wenn du dich dem weltlichen Weg verschließen tust, dann stattet dich der Herr mit besonderer Autorität aus. Autorität im Gebet und Autorität den Leuten gegenüber. Denn hier heißt es ja ausdrücklich, ich werde dir Macht über die Nationen, das heißt über die Heiden geben, über deine geschäftliche Umwelt, deine gesellschaftliche Umwelt. Plötzlich kommst du auf geheimnisvolle Art und Weise in eine machtvolle Position. Und das muss nicht zwingend so sein, dass du quasi auf dem Thron sitzt, ja, dass du der Kanzler, der Bürgermeister oder der Gouverneur wirst oder der Ministerpräsident. Es reicht völlig, wenn du die graue Eminenz im Hintergrund bist. Der König sitzt vielleicht auf seinem Thron und sagt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, was mache ich nur, Heunle, was machen wir? Er könnte jemanden schlechteren fragen. Ja, er könnte schlimmeren Rat bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Genau das kann uns auch passieren, dass wir jetzt in dieser Zeit einfach im Hintergrund wirken. Damit müssen wir zufrieden sein, aber für den Herrn wirken wir im Vordergrund. So, es rentiert sich also. Langfristig zahlt sich das sehr wohl aus, den schmalen Weg mit Jesus zu gehen, preis dem Herrn. Also, er wird sie hüten mit eisernem Stab. Du wirst Macht über die Nationen bekommen. Ihr Lieben, das ist die ultimative Beförderung. Ja, wer also der Weltlichkeit widersteht, der hat zum Schluss das Sagen. Nicht die Gilden oder die Gewerkschaften oder dein Chef, sondern du, stell dir das mal vor. Na, so die Nachfolge Christi macht dich vielleicht bei einigen populär, bei Gott macht sie dich populär und er segnet dich und du verpasst nichts. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich ist es Balsam auf die Seele. Ja? Oh, Halleluja. Und jetzt Vers 28 noch, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, ja, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Du sagst, der Herr wird mir den Morgenstern geben. Was will ich jetzt mit dem Morgenstern? Was ist jetzt der Morgenstern genau? Es ist ziemlich einfach. Der Morgenstern ist der, der vor Sonnenaufgang leuchtet. Die Sonne geht auf, aber vorher kommt der Morgenstern. Wenn du den Morgenstern hast, dann hast du extra Licht. Und für mich spricht es von Offenbarungserkenntnis. Du hast eine besondere Beziehung zum Herrn und er gibt dir, er sagt dir Sachen im Voraus. Er zeigt dir Dinge, er weiht dich in Geheimnisse ein, wie andere nicht. Na, im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 19 spricht Petrus davon. Und in der Offenbarung Kapitel 22, letzter Vers für heute Abend, 22, Vers 16, da sagt Jesus, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Wer ist der glänzende Morgenstern? Jesus selber. Und wenn Jesus sagt, ich gebe dir den Morgenstern, auch weißt du, was er dann zu dir sagt? Er wird mit dir eine besondere, intime, geheimnisvolle, private Beziehung pflegen. Du wirst dich in seiner Gegenwart einzigartig fühlen. Du wirst empfinden, du und er, ihr seid so wie kein anderes Paar auf der ganzen weiten Welt.
Herr und du. Halleluja. Vers 29, wer ein, das war doch nicht der letzte Vers, Vers 29, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.